In diesem Video will ich euch mit euren Backups auf die Zombie-Apokalypse vorbereiten. Wenn ich jetzt also ein Backup mache, muss ich mir ein paar Gedanken machen, warum ich das überhaupt mache, weil sonst finde ich am Ende konzeptionell das falsche Backup. Jetzt müssen wir uns erstmal fragen, was kann mit meinen Daten denn alles so schief gehen? Also Datenverlust ist eine Option, zum Beispiel durch einen Hardware-Defekt, also Festplattenausfall, Softwarefehler. Die Software schreibt irgendeinen Quatsch in bestehende Dateien rein zum Beispiel, oder es werden Sachen weggelöscht durch eine Software, die gar nicht weggelöscht werden sollten, und die muss ich in der Lage sein, wiederherzustellen. Menschliche Fehler sind ein Faktor, nicht nur, dass Menschen irgendwas weglöschen, was sie nicht weglöschen sollen, sondern auch beim Backup können Menschen Fehler machen. Und äußere Einflüsse. Und äußere Einflüsse, das ist zum Beispiel die Zombie-Apokalypse oder eure Bude brennt ab oder es klaut jemand irgendwas, also Sachen, die ihr quasi nicht direkt kontrollieren oder beeinflussen könnt. Ein Backup-Verlust ist natürlich auch ein Risiko, denn ein Backup, da habe ich ja in der Regel alle meine wichtigen Daten drin und die sollten möglichst nicht in fremde Hände kommen. Da geht es dann vor allem dann auch um Geschäftsdaten vielleicht oder so, die wichtig sein könnten, aber auch private Daten natürlich müssen geschützt werden, ganz klar. Und da wäre das richtige Stichwort dann Cloud-Backup. Da tue ich ja mein Backup in fremde Hände legen, also muss ich mich da auch irgendwie verschützen, dass Fremde da Zugriff drauf bekommen. Kommen wir zu den Lösungsansätzen. Naja, gegen Hardwarefehler kann ich mich durch ein RAID schützen, nicht durch alle RAID-Versionen, da also bitte drauf achten. Es gibt auch RAID-Versionen, die nur für Performance gedacht sind. Man sollte also wirklich ein RAID wählen, das redundant die Daten speichert und die Festplatte ausfallen kann und ich trotzdem noch Zugriff auf die Daten habe und das RAID auch wiederhergestellt wird, wenn ich eine neue Festplatte reinschiebe. Dann Versionierung. Ja, was ist das? Naja, da werden einfach verschiedene Versionen der Dateien gespeichert. Das heißt, ich ändere eine Datei und das Backup kommt dann und schaut sich das an, sieht, aha, an der Datei wurde was geändert, lässt aber beide Versionen, sowohl die alte als auch die neue, bestehen und ich habe immer die Möglichkeit zu sagen, welche Version ich mir wiederherstellen möchte. Menschliche Fehler können auch durch Versionierung nicht ausgeschlossen werden, aber korrigiert werden, wenn denn mal so ein Fehler aufkommt, zum Beispiel, wenn ein schönes Urlaubsbild irgendwie auf dem Datenträger weggelöscht wird. Da schützt dann nämlich RAID nicht dagegen, denn beim RAID wird ja die Änderung direkt gespiegelt auf die andere Festplatte und das Bild ist auf der anderen Festplatte dann auch gelöscht. Da brauche ich also wirklich eine Versionierung für. Was ist noch wichtig? Die örtliche Trennung. Damit schütze ich mich gegen äußere Einflüsse, dass zum Beispiel mein Backup gestohlen wird, dass die Zombies kommen, dass meine Hütte abbrennt oder. Denkt euch was Schönes aus. Und natürlich kann ich mich mit einer örtlichen Trennung auch gegen Hardwarefehler schützen. Wenn nämlich bei mir zu Hause die Hardware kaputt geht, ist in meinem örtlich getrennten Backup, soll ja noch alles in Ordnung sein, hoffentlich. Zu guter Letzt kommen wir dann zu der Verschlüsselung. Da kann ich mich eben gegen schützen, dass Daten in fremde Hände gelangen oder auslesbar werden zumindest. Dagegen schützt dann Verschlüsselung. So, dann schauen wir uns mal das einfachste Konzept an, das ich mir so ausdenken kann, um die Daten zu sichern und allen Ansprüchen gerecht zu werden. Hier fehlt jetzt erstmal das RAID. Das mag das erste sein, was auffällt. Ja, das ist richtig, aber ich habe ja gesagt, wenn ich eine örtliche Trennung habe, ja, brauche ich nicht unbedingt RAID. Also RAID mag sinnvoll sein, kommen wir später noch dazu, aber erstmal unbedingt brauche ich es nicht. Also ich kann mein NAS hier nehmen und einfach sagen, naja, mach's einfach aus den zwei Festplatten einen großen Datenträger und ich habe die volle Festplattenkapazität. Unten steht jetzt Verschlüsselung. Ich verschlüssel alle meine Backups und das solltet ihr auch wirklich tun. Sowohl das NAS, die modernen Geräte haben eigentlich alle eine Hardwareverschlüsselung drin, die unterstützen das quasi out of the box. Und wenn ich das örtlich trenne, bei Hetzner oder Strato speichere, dann werden die Daten erst auf dem NAS verschlüsselt und dann zu Hetzner oder Strato geschickt. Und für diejenigen, die sich das jetzt kompliziert anhört, naja, das muss ich natürlich automatisieren, da brauche ich eine Software für, deshalb habe ich das oben mal in Rot geschrieben. Und die Versionierung muss auch die Software, die automatisierte Software übernehmen. Das sollte man also nicht per Hand machen, man sollte weder per Hand verschlüsseln noch per Hand versionieren. Und ja, diese Anbieter wie Hetzner oder Strato, die bieten natürlich auch Protokolle an, die sich wunderbar in so eine Automatisierung einbetten lassen. Ein Vorschlag von mir wäre da zum Beispiel die Software Duplicazy, verlinke ich mal ein kleines Anleitungsvideo von mir. Wenn ich nicht automatisiere, habe ich immer den menschlichen Faktor, der zu faul ist, die Festplatte irgendwo hinzutragen und zu sichern. Und ja, wenn ich dann zwei Festplatten erstmal wieder irgendwo zusammen hinstellen muss, synchronisieren muss, dann habe ich diese zwei Festplatten immer an der gleichen Stelle stehen und wie wir das so kennen, ist passiert. Ich muss immer vom Schlimmsten ausgehen. Genau in dem Moment, wenn ich diese zwei Festplatten zusammen irgendwo stehen habe, fällt da ein Amboss drauf oder sowas und oder die Zombies kommen, denkt euch was aus. Also ich werde immer kribbelig, wenn meine Daten irgendwie nicht örtlich getrennt sind, nicht gebackupt sind und ich wäre auch genauso kribbelig, wenn ich zwei Festplatten
wo all meine Daten drauf sind, nebeneinander gestellt habe. Und man macht ja nicht nur selber Backups, sondern muss vielleicht für die Familie mal ein Backup einrichten. Und möchtet ihr euch auf eure Familie verlassen, dass die regelmäßig Backups machen und auf irgendein Knöpfchen drücken oder so? Ich möchte das nicht. Deshalb automatisiere ich das auch bei meiner Familie selbstverständlich. Alles automatisiert. Die Sicherung geht also da völlig automatisch. Kommen wir jetzt nochmal zu den Kosten. Naja, was kostet es denn so ein NAS? NAS kostet 400 Euro ungefähr. Ich habe euch jetzt mal was eingeblendet von Geizhals. Kommt natürlich auf die Größe an und wie viel Schächte und so weiter, aber das ist jetzt einfach mal so eine Beispielrechnung. 400 Euro mit Festplatten, mit zwei Festplatten, mit 4 Terabyte und die sind auch auf der Synology-Kompatibilitätsliste gelistet. Cloud-Speicher kostet mich zum Beispiel bei Hetzner für 500 GB im Monat 5,83 Euro. Das ist also auch nicht besonders viel. Die Erstanschaffung, die 400 Euro für das NAS, die sind natürlich teuer, klar, keine Frage. Aber so teuer sind die eigentlich gar nicht, wenn ich mal bei Data Recovery zum Beispiel, einem Datenwiederherstellungsservice, gucke, was die denn bei mechanischer Beschädigung zum Beispiel, wenn also eure Festplatte wirklich kaputt ist, von euch nehmen. Und das fängt bei 300 Euro an, da sind dann so Zusatzkosten wie Verpackung oder sowas noch gar nicht dabei. Ja, also mit den 400 Euro wird man da vermutlich je nach Anzahl der Daten oder was ihr da auch immer für eine kaputte Festplatte hinschickt, könnt ihr damit rechnen, dass ihr dabei seid. So, wer jetzt schon was gelernt hat, der kann meinetwegen jetzt hier aussteigen. Hier wird es jetzt nicht mehr so spannend. Ich stelle jetzt nur noch vor, wie man das Ganze noch mehr absichern kann. Ich habe jetzt also die gleiche Grafik wie vorhin. Die Automatisierung, die denkt ihr euch jetzt in dem Fall mal dazu. Die will ich jetzt nicht extra hinschreiben. Aber ich kann natürlich auch ein RAID einschalten bei meinem NAS, das ich zu Hause stehen habe. Das hat den Vorteil, dass wenn eine Festplatte ausfällt, ich immer noch die Daten im Zugriff habe, einfach eine neue reinschiebe und gar nicht auf die örtliche Trennung angewiesen bin. Wenn ich jetzt also ein Betrieb bin, der zum Beispiel immer Zugriff auf die Daten braucht, um Rechnungen zu schreiben und, dann macht es natürlich Sinn, das NAS so zu konfigurieren, dass auch im Fehlerfall von der Hardware immer noch Zugriff auf die Daten ist und damit gearbeitet werden kann. Oder einfach auch aus Convenience-Gründen, weil das Remote-Backup ewig braucht, bis es wiederhergestellt ist und ich dann einfach, ja, lieber sage, komm, lieber ein RAID einrichten, neue Festplatte rein, weil da geht's. So, das ist jetzt mein Konzept. Das ist dann wirklich für die Zombie-Apokalypse. Ich bin nämlich etwas paranoid unterwegs, wie es unschwer zu erkennen ist. Ich habe zwei Nässe, ja, was auch immer, zu Hause stehen und die versionieren wie verrückt miteinander quasi und habe zusätzlich nochmal eine örtliche Trennung bei einem Cloud Storage. Alles selbstverständlich verschlüsselt, alles versioniert und auch das zweite NAS ist im RAID. Also da sollen die Zombies doch bitte einmal kommen. Aber jetzt habe ich genug geredet. Schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, wie ihr eure Datensicherung so gestaltet. An der Stelle würde ich auch gerne nochmal auf meinen Podcast Straight Loud verweisen. In dem hatte ich nämlich das Thema Backup auch schon mal. Und da dann auch etwas ausführlicher und mit den Fehlern, die man da so alle machen kann.